Jetzt habe ich gerade hier noch was gebastelt, da habe ich vergessen, die Kamera einzuschalten. Und zwar, hier oben habe ich ja gesagt, hier oben ist ja der Durchgang, wo auch dieser Glasboden reinkommt. Und von der Seite hier drüben quasi ist so ein Bücherregal rein. Und das wird natürlich noch das Möbeleinbaustück, aber wir brauchen hier noch eine Wand, weil hier unten drunter hier ist ja die Dusche, wo ich gerade mit Leiter stehe, vom Kinderbad. Und dann muss ich hier das komplett verkoffern, auch wegen der Feuchtigkeit. Ne? Habe ich das dann eben hier in den Balken reingezogen, habe die jetzt von oben massiv abgehängt, dass da nichts mehr wegrutschen kann. Weil jetzt kann man nämlich auch, wenn man jetzt natürlich jetzt dämmt, hat den Vorteil, klar, man muss jetzt da ein bisschen drumherum dämmen, muss dann nachher drumherum abkleben. Aber ich will das nicht an die Konstruktion hängen, wo nachher die Decke dran hängt, die Latten, die nachher oben ja quer gehen. Ne? Dann haben wir gesagt, hey, kleben wir eben hier später dann zweimal ab, ist ja auch wurscht. Ne? Und jetzt will ich natürlich hier auf der Rückseite mein USB drauf machen. Erstmal nur die untere, weil hier oben muss ich erst gedämmt werden, deshalb erstmal nur die untere hinschrauben. Klar, es segelt mir durch die Platte so runter. Das heißt, ich werde erstmal ein bisschen was Hilfskonstruktionsmäßiges mir machen. Hinfliegen. Und dasselbe hier vorne auch. So. Jetzt können wir da oben mal eine USB draufstellen und die schon mal verschrauben. Da haben wir schon mal ein Maß, wie es mal werden soll. So, schau mal, das Bücherregal hier vorne vor bis Vorderkante Balken habe ich mal 35 mal angenommen. Müssen wir mal gucken, ob das so passt. Ich hätte mal gedacht, wo hängt denn hier? 35 müsste eigentlich für so ein Regal gut passen. Denke mal, 30 reicht wahrscheinlich auch. Kommen ja keine Monsterbücher, denke ich mal, rein. Aber das nehmen wir noch ab, das kann man es ja versetzen. So. So, perfekt. Haben wir die auch schon mal dran. Kann der Kunde das Maß mal gucken? Ich denke mal, das passt so. Dann kann er erstmal morgen oben die Dämmung reinmachen. So, jetzt habe ich den Laser aufgestellt. Und zwar haben wir jetzt hier eine Linie. So, jetzt haben wir erstmal diese Linie hier eben mal falsch angemalt. Und das ist jetzt Vorderkante. Hier oben, wo über der Rigips nachher reinkommt, bei dem Fenster. Ich habe meinen schönen schwarzen Zollstock gerade verliehen. Deshalb muss ich jetzt mal mit dem anderen malen. Also machen wir jetzt hier mal einen Strich hin. Das ist nachher Vorderkante Rigips. Jetzt sehe ich natürlich da den Strich nicht. Muss den Laser mal wieder weiter rüber schieben. Ja, piep. So, unser Maß mal wieder kriegen. Oben die Kante genau treffen.
das nicht ganz, ne? Wir müssen noch ein bisschen nach vorne. Und dann muss ich mir hier die Konstruktion bauen. So, und zwar hier vor kommt das WC und so Nischen und so Zeug alles, was wir hinbauen. Das heißt, müssen wir erstmal die Grundkonstruktion bauen, wo später das Vorwandelement vom WC reinpasst und dann alles drumherum bauen, auch wo Absaugung später hinkommt und sowas, Geruchsabsaugung, kommen wir, bauen wir noch dran und so Sachen. Ne? Gut, das heißt, wir müssen erstmal am Boden eine Leiste hinbauen. So, und zwar müssen wir die Wand ja bis hierhin vorziehen. Warum? Das zeige ich euch nachher. Da habe ich überlegt, schon mal hier eine USB-Platte. Die ist ja genau 90 Grad. Und die malen wir uns jetzt hier mal an. Dass hier praktisch die Wand zu Ende ist. Weil dann kann ich mich hier auf die Ecke später noch so einen Holzpfosten setzen. So, das heißt 2 Meter und 2,38. Machen wir jetzt unten erstmal ein Kantholz hin. Hier habe ich schon mal den Strich übernommen von dem roten, von der roten Linie und hier hinten auch. Dass wir die Maße schon mal unten am Boden haben. Können wir den Laser jetzt wegtun. Die stehen hier für welche? 80, irgendwann mal auch 100. So, das ist praktisch, Gedankenfehler, das war ja Vorderkante. Gedankenfehler. Und zwar, das war der Kanariegips, die Stipp. So, 12, 5 und 15. 12,5 und 15, wenn 27,5, ne? Das heißt, weil da kommt ja eine 15er USB und eine 12,5er Riegelsplatte drauf. Das wären 27,5, ja. So. So, 1 Meter, 10,5 ungefähr,
Wären dann 55, 2,5, ne? Gemessen habe. Ja, so, das ist Mitte Fenster. Und da tun wir es mit dem Laser uns die Linie nach unten holen. So, das Vorwandelement von dem WC ist 50, also 25, 50. Da müssen wir gleich ein bisschen mit minimal Luft arbeiten, dass man es auch vernünftig reinkriegt. So, 50, so. Da müssen jetzt die senkrechten Dinger nach oben. Ich muss irgendwie hoch mit die machen. Und das geht ja bis oben hindurch. So. Machen wir es einfach mal so. Ich bin ein Idiot. Da war der mittlere Strich. Pfosten. Was macht er da? Denkt ihr wahrscheinlich. Ne? Was macht er da? Da ist der äußere Strich. Das war der mittlere und da ist der andere. So, gut, das heißt, hier zwischen kann quasi geschissen werden. So, jetzt hier tun wir dann hier oben erstmal einen Querschirm machen. Oder mal Zollstock drüben. So, aber ich habe gerade gar nicht gesehen, ich habe die Kamera dann unten gerichtet gehabt. Ich habe jetzt hier oben mal ein Querholz reingemacht. So, das malen wir uns jetzt mal an, wo wir hier hin müssen. So, mir kann jetzt massiv geschissen werden, ey. Das hält. So, jetzt gucken wir mal. 50,2, 50,1, 50,2, ja. Passt. So. Das wäre die Konstruktion. Und jetzt geht es darum, und jetzt soll quasi nur das Vorwandelement praktisch steht hier so hoch. Und dann tun wir später hier die Platte hier vorne rechts und links ein Stück überstehen lassen. Aber so optisch.
Und da gibt es hier nebendrin und hier umlaufend eine Nische. Da müssen wir mal gucken, wie hoch wir die machen. Wenn wir das Maß haben, weil die Oberkante Waschbeckens sein soll.